So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Wheels hier in Horizon Reihe und mit dabei natürlich wieder mal der weltberühmte und weltbekannte Micha. Hallihallo. Er war ja eine gewisse Zeit verschollen, aber er ist wieder zurückgekehrt von seiner Antarktis-Tour. Ja. Richtig? Ja. Heute geht es hier weiter im quasi Letztwagen des DLCs, den ich noch nicht gefahren bin, außer dem Scheunfund. Nämlich der Pagani Zonda Air. Bei Micha ein wenig verschandelt, aber gut, das muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich finde ihn geil. Ja, das mag sein, aber naja. Ich will jetzt nicht weiter sagen, was er da gemacht hat. Wir machen heute ein paar PR-Stunts. Haben noch ein paar übrig hier und wir fangen an hier unten beim Jurassic Jungle mit einer Blitzerzone. Ah, okay. Wir haben genug Sterne fürs Finale, das werden wir aber nächste Folge fahren. Und zwar auch mit dem Zonda. Ich zumindest. Der Sound, der schöne V12. Ich muss sagen, es ist ein wenig getuned. Deswegen auch ein wenig verschandelt. So mit Allrad, Twin Turbo. Ei! Was denn nun? Ich bin am Strand. Oh, das ist schön. Aber Gott sei Dank bin ich wieder nach oben teleportiert worden. Na siehst du. Okay, wieder im Kreis fahren hier. Chromlage ist aber auch nice, ne? Also geht erstaunlicherweise. Bin ja nicht so firm in der Leistungsklasse, aber... So, 233,18. So. Ich denke mal wieder mal zwei Medaillen, was auch sonst. Eins, zwei, oh, sogar drei. Nicht schlecht. Da kommt nämlich... Alter, der Sound, ne? So... Was war da für drei Sterne oder für drei Medaillen? Ach, 225, ey, ist ja nix. So. Da vorne bist du genau richtig, denn das ist noch ein Blitzer, Micha. Ich fahre da auch mal hin. Hast du direkt gewusst, ne? Das ist eine Blitzerzone, ich bin aus Versehen reingefahren. Blitzerzone, nicht Blitzer? Okay. Mach ich trotzdem. Okay. Aber hat gereicht. Ist das quasi nur geradeaus fahren, oder? Ja. Naja, ein bisschen Kurve, aber... So, oh Gott, 276,55. Und ciao. Ich hab mich extra dahin... Oh, ich hab mich extra dahin gestellt, damit du nicht wieder hier mitten reinfährst, weil du dich nicht entscheiden kannst. Okay. Auch direkt rein. Ist ja richtig easy mit dem Wagen. Ja. Was ist schon mal noch Gefahrenschild hinterher? Wo willst du hin? Das ist hier wieder zurück. Das war quasi auch was neben uns direkt. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Anlauf. Und keinen Einlauf. Den brauchen wir nicht. Der liegt wirklich gut mit Allrad. Wow. Leute, ist sogar gesprungen, der Wagen. Wieder durch ein Looping. Denn hier ist rechts ein Feuerring und da ist auch das Gefahrenschild. Aber man sollte auch ein bisschen Anlauf nehmen, würde ich mal sagen. Ja, da müssen wir vor oben runter. Mal sagen, wir machen hier rechnen zumindest richtig viel Anlauf. Mal weg hier. Komischen Wagen da. Sollte reichen, oder? Ich wollte sagen, ab dem Dino. Der gute Dino hier wieder. Ich bin aber Hunger, ne? Ich bin aber karig, siehst du das? Mit voll die hässlichen Zähne. Oh. Und, und der, ja, hat dich mal kurz verspeist. Okay. Gut, ich leg los. Leg los, ich fahr hinterher. Am besten so ein bisschen Abstand halten. Ja. Ziemlich am Arsch klebst. Aber das schaffe ich jetzt auch.
Ei! 228, irgendwas Meter. Hätte ich überschlagen. 221. Ui, Das ist gereicht. unüberschlagen. Das gar nicht gesehen. Hat gereicht, der Easy. Er läuft halt richtig hier. Im Schnürchen. Also das ist ja, oh, kann gerne so jede Folge laufen. Was haben wir dann noch hier Schönes? Sonst haben wir, glaube ich, bisher, ich gucke jetzt mal auf der Karte, wir haben besonders eigentlich alle PR-Stunts schon mindestens einmal gemacht. Haben wir die Aber auch überall 3 Sterne? das eben nicht. Und das werden wir jetzt mal ändern. So, das ist der nächste Blitzer. Hast du die Markierung? Ja. Da habe ich schon 2 Sterne, mal gucken, ob ein dritter drin ist. In dem Wagen hoffentlich schon. Der ist ja nicht ganz so langsam. Michael, ist die Wand schön? Ja, ich hab bloß mal geschaut. War da was Schönes? Frisch gestrichen. Na, siehst du. Was? Immer noch 2 Sterne? Medaillen? Wow. Zweimal überschlagen? Reicht. 13 km/h mehr? Okay. Erstmal von der anderen Seite. Von hier. Ich hab 312 drauf gehabt. Hat das gereicht? Weiß ich nicht. Ich mach das nochmal. Alter, wir brauchen 322, Alter. Das ist aber echt viel. Ich teleportiere mich mal wieder zurück. Zwar hierhin. Machst du das auch oder fährst du zurück? Bist, wo du bist. Ich bin wieder hier so mitten im Dschungel. Da unten. Ach, da In bist der du. Nähe des Ja. Gefahrenschildes. Ja, ich komme. Gut. Kann ich ja schon losfahren. Ja. Ist echt schwer mit dem Wagen. 322. Schon in der Nähe der Höchstgeschwindigkeit, bei mir zumindest. Bei Micha nicht ganz. Nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Da werde ich erst warm. Der Dino hat schon wieder nach mir geschnappt. Nee. Schaffe ich euch mit dem Wagen nicht. Also jetzt mit diesem Tuning. Könnte auch mehr lassen und durch mit dem Turbo reinklatschen, aber nein, da weigere ich mich. Nein, das will ich nicht. Ich habe 335. Na gut. Hier haben wir noch einen Blitzer. Der brauchen wir jetzt 274. Oh Gott, das war knapp. So, hier wieder rechts. Hätte ich aber schon gern Mir 3 Sterne. Ach, da bist du auch. was gerade sagen, zu mir sagt die Anna immer links abbiegen. Meine Anna ist halt recht radikal. Dreihundert. 279 dürfte gereicht haben, ne? Komm, komm, komm. Jawohl. Richtig einfach, ey. Wieso hast du nur 279? Ja, weil du viel mehr Leistung hast als ich. Eventuell. Okay, ja. Hier ist noch eine Blitzerzone. Oh, lieber. Der kostet quer durch den Gemüsegarten. Oh Gott, umdrehen war nicht eine gute Idee. Ah, doch. Nur zurück. Ja. Eine relativ weite Strecke. Über 6 km. Wow. Das ist an sich nicht weit, aber es ist sofort viel zu weit. Das auf jeden Fall. Guck mal kurz auf die Zeit. Wir sind. Okay. Jetzt 270 Grad gehabt. 291,7. Enge Kurve. Jetzt wieder ein Kreisverkehr hier, quasi.
Ja. Ich hasse diese Dinger. Der Sau, oder wie hoch der Wagen dreht. Jei! Ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, ne? Ja, vielleicht treffen wir uns gleich wieder. Hoffe ich doch. Komm ich da hoch? Nee, ne? In dieser Rampe vielleicht? Ein paar Gallien im Wasser. Ist er nicht ertrinkt. Okay, es geht nicht. Ich glaube, dann musst du mal deine magischen Fähigkeiten einsetzen und dich teleportieren. Okay, ja. Wow. Ja, probiert hab ich's. Hä? Immer hast du es probiert. What the fuck? Was macht dein Auto da? Und? Er ist magisch verschwunden, er taucht gleich wieder neben mir auf oder vor mir. Oh, wie er zaubern kann. Magic. Die Driftzone ist hier. Aber driften wollen wir heute nicht. Ist der falsche Wagen? Und der falsche Fahrer. Oh komm, 70 Punkte habe ich geholt. Ich habe 0. Du hast eindeutig aufgebaut. Ja. So, einmal hier umdrehen. Wow. Quasi keinen Anlauf gehabt dafür. Fahr noch mal ein bisschen weiter. Okay. So. Hallo. Warte, Königsegg. Ich würde sagen, von hier dürfte eigentlich reichen, oder? Ich meine, da ist eher noch so ein Beschleunigungsstreifen. Hallo. Kann ich kurz reinfahren? So, wo bist du? Ach, da kommst du. Bin gleich bei dir. So. Ich gucke nochmal, was wir da für eine Geschwindigkeit brauchen für 3 Medaillen. 257, okay. Ist auf jeden Fall machbar. Wird auch hier wieder Tag in Thrilltopia, wie das heißt. Thrilltopia, yeah. Yeah, man, voll cool. Langsam habe ich's raus. Euer Scheiße. Ja. Ich bin ein Idiot. Nochmal. Ich hab 212 und du? Ich hab's vergessen. Ich hab mich schon mit zurück. Ich fahr diesmal von hier an. Okay, ich fahr zurück, dann kann ich ja losfahren. Das schaffe ich aber auf jeden Fall. Man darf bloß nicht so inkompetent fahren. Und okay, sollte bestenfalls nicht im Weg sein. Ich stelle mich zur Seite. Jawohl, geschafft. Wird auch nicht in. Auch war jetzt nicht schön, aber ich hab's geschafft. Sag ich doch. So. Ich leg vor. Michael legt also nach. Ich finde in der Sonne. Ist meine echt schön. Lackierung ist geil. Ja. Was? Ich habe jetzt nicht zugehorcht. Du hast auch gesagt, hier in der Sonne. Ich habe gesagt, ist meine echt schön. Ja, meine auch. Na, siehst du. Nee. Also nein. Aber hast du, willst du noch mal versuchen oder? Nee, ich hab ja schon 3 Sterne. Gut, dann nehmen wir das Gefahrenschild hier um die Ecke. Da ist der Wagen ja quasi bestens geeignet. Ja. Wende Kreis. Jo.
Schönen Dank, du Arsch. Bitteschön. Was sagt er? Ist kein Bitteschön. Hab ich gern gemacht. Was ist es? Ein Gefahrenschild? Ja. Oh. Ja. Ich habe mir die komische Lampe weggeräumt hier. Warte mal. Ach, das. Gut. Wir müssen auf jeden Fall Anlauf nehmen. Wer hätte es gedacht? Frage, wie viel? Ist alles hier unten? Okay. Ich mach jetzt mal von hier. So. Du willst da vorne anfangen? Ah ne, oder? Klar. Ah ja, schaffst du easy. Dann fahren wir los. Jo. Ich fahr hinterher. Ich war noch genug Abstand. Das ist nun wieder so lustig. Fahr schon mal zu. Alles klar. Bist du auch, also bin nach unten gefallen, ins Wasser so ein bisschen, so auf dem Strand. Ja, ich habe gedacht, jetzt habe ich die falsche Abzweigung genommen. Kann auch mal passieren. Ja, weil es so schön war, gleich nochmal. So, einmal umdrehen hier. Diesmal, wenn es geht, nicht ins Wasser fahren. Nein, ich bin schon. Ja! Wow. Ich bin 300. Ein Genie. Ich habe 306 Meter. Aber knapp, ne? Ich muss nochmal machen. Ich habe es wieder nicht geschafft, dahin zu fahren. Glaube ich gar nicht mal so viel Anlauf. Sag ich doch. Wenn das auch ein schnellerer Wagen. Kann ich unbedingt vergleichen, aber. Wow. Hier von. Ach du Scheiße. Und? Hat gut ausgesehen von hier drüben. Wow. Wie viel? 298. 6 Meter, wirklich? Das schaffe ich. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Na komm, einmal noch. Das schaffe ich auf jeden Fall. 6 Meter ist nichts eigentlich. Ich würde 1-2 km schneller fahren, dann passt das. Hä, wo fahre ich. Warte mal, wo fahre ich eigentlich lang? Ja, in die Richtung ist das doch, oder nicht? Also du musst zum Gelände eigentlich wieder zurück. Ja, ich bin gerade falsch gefahren. Ein Festival. Ganz ehrlich. Mal. Oh Gott. Oh, du bist gerade vorbei. Schön. Nicht kann ich ja hinterher. Ich bin gerade. Oh! Ja, voll kann er dagegen halten. Oh. Nee, ich will das jetzt schaffen. Das schaffe ich auf jeden Fall. So ist es ja nicht. Das schaffe ich auch. Das ist machbar. Ich stelle mir aber nur zu dumm an. Um es mal kurz zu fassen. Also ich denke, das ist lang, wenn man hier vorne startet. Mit deinem ja 4000 PS Autos ist aber auch kein Wunder, ne? Das schaffst. Yes, 307,72 Meter. Sag ich doch, dass es geht. 309,36. Na Mensch.
Aber ich habe es doch gesagt, dass es geht. So, 144 Medaillen, also fehlen noch 33. Komm, ich würde sagen, ja, komm, ein Blitzer geht noch. Naja. Die Aufnahme ist noch jung. Wie kommen wir da wieder hoch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hier irgendwie durch die Felsen durch. Der Und Fogpagani, der dann. kennt die nicht. Aber schön flach ist er. Ah, hier. Ah. Oh Gott, jetzt tut's weh, So, aber. Umdrehen. ach, wir müssen. Wollte ich gerade sagen. Hat sich eine Rute gesetzt. Ah ja, ist schon alles gemacht. So, hier links rum. Drei Kilometer. Oh Gott, ich habe die Auswahl verpasst. Und Michael ist mir nachgefahren und ey. Ich dachte, du kennst den Weg. Du hast auch ein Gehirn, ne? Das kannst du auch gerne benutzen. Nicht um die Uhrzeit. Ist ja schon spät, ne? Schon mindestens 3 Uhr morgens. Wie spät ist es? Ich glaube, es ist so 20 Uhr vielleicht. Keine Ahnung. Ist mir gerade so egal eigentlich. Ich genieße gerade diesen Looping. Jetzt wieder runterfahren, okay. Reicht das bestimmt nicht? Ja, war klar. Ach, Alter, ich war im Drehzahlbegrenzer. Ich halte mal an. Nein! Nicht geschafft? 3,20. Man braucht. Wow, mir haben 2 km/h gefehlt. Ach, Pforte, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Wieso, wie viel hast du gehabt? 288. Und brauchst 290. Ah, okay, ich habe 3,20 gehabt. Oh, ich hab 3,20. Oh, ist ja. Ist einhändig. Ja, also ist noch nicht meine personal best auf dem Blitzer, aber ja. Hier Ach, ist noch guck mal, jetzt runter. wie herrlich der in dieser Sonne glänzt, ne? Ich muss schon ein bisschen mehr. Ja, ich muss jeden Meter aufnutzen, den ich nehmen kann. Ich muss die Kurve perfekt nehmen. Ich bleib hier unten stehen. Ja. Theoretisch, wenn ich. Oh Gott, nein, Ja. nein, nein, das war gefailt. So, ab, rüberspringen. Gott, ey. Einfach Pagani. Dass er sowas erleiden muss hier. Die Qualen, die ich ihm antue. Also in Forza will ich kein Auto sein. Wir haben ja so viel durchzustehen Ich? hier. Bei mir zumindest. Ach. Soll ich mal nicht so haben, ne? So, jetzt habe ich hier einen wunderbaren Blick auf die Nee, das ist. Strecke. Was ist denn das hier? Warum? Wieso bin ich so scheiße? Komm. Kommst du noch mal? Ja, so morgen vielleicht. Okay. Kannst du schon mal Kaffee aufsetzen? Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich will trotzdem ein. Ich brauche noch ein bisschen. Ich hab's noch nicht. Au. Oh, wir haben Besuch, Fabian. Jetzt redet der auch noch, weil den hat man zum Glück nicht. Der, ich höre ihn noch mit in der Aufnahme. War doch schon besser. Jetzt wäre das ein Looping KI oder so. Alter, da hau ich auf Maul. Ich sag es euch.
Ja, sieht gut aus. Gut aus. Jawohl. Wie gesagt. Easy. Ist hier doch ein Blitzer gewesen, direkt hinterher. Ich bin auch echt ein Idiot, ne? Gucken wir nach hinten. Ja. Da ist noch jemand. Ich werde den mal kurz rausschmeißen. Na, verpiss dich, du Opfer. Ah, nein, Spaß. Also. Ist alles nur Spaß, Leute. Also, nehmt nicht jetzt, was ich sage. Ja, der hat mich die ganze Zeit angebufft. Ich war da gestanden, hab dazu geschaut, weil ich hab den ganzen Berg im Blick gehabt. Das war wunderschön gewesen. Und der hat mit, keine Ahnung, wo der plötzlich herkam. Ne? Warte, ich mach das noch ein einziges Mal. Nimm den Blitzer dabei mit. Okay. Weil den kann ich schaffen. Da fehlen mir noch 8 km/h. Ich bin ja eben auch langsam gefahren. Ich glaube, das kann ich mit dem Wagen schaffen. Gut, dann stelle ich mich wieder hier oben auf die Brücke. Stell dich mal eine richtig schöne Pose. Ja. Poser. Bodybuilder-Schwein. Was? Waschbrettbauch. Ich wollte gerade sagen, Waschbrett, naja. Unter dem Bauch vielleicht. Eher Waschbär. Ja. Aber ne, in Japan gelten dicke Männer als attraktiv. Ja? Ja. Soll ich jetzt ein japanisches Auto fahren? Nee, nach Japan ziehen sollst du. Zeitverschiebung, ja. Bis bald, dann schauen, wie wir uns treffen. Oh, da kommt einer angeflogen. Jui. Ja, das hat gereicht. Mehr als deutlich. Ja? Ja, waren 338, glaube ich, ne? War auf jeden Fall genug. Die Highspeed. Ja, also heute in der Folge viele Medaillen gewonnen. Alter, 146. Das ist ordentlich. Ja, ne? Denn vielen Dank mich fürs Mitmachen heute. Ja, bitte, gerne. Denn in der nächsten Folge für euch Hot Wheels Goliath. Unter anderem. Nicht nur. Vielleicht noch was anderes. Vielleicht noch so ein Rennen. Oder was, oder noch ein PR-Stunt. Mal schauen. Dann Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.